Freunde, es ist soweit. Splatoon 2 Global Test Fire. Ja, damit hat sozusagen mein Kanal begonnen mit Splatoon 1. Damals mit dem Global Test Fire. Ein, ja, oder besser gesagt, das erfolgreichste Projekt bisher. Und dieses Projekt soll mit Splatoon 2 natürlich auf den Kanal zurückkehren. Wieder mit euch online. Story Mode, diesmal pünktlich. Und warum laber ich hier und drücke eine Start? Ja, weil es noch keine ganze 8 Uhr ist. Ja, die Global Test Fire findet diesmal heute am Freitag um 8 Uhr statt. Dann samstags gibt es 3 Zeiten, stehen in der Videobeschreibung für die, die es nachlesen wollen. Und am Sonntag gibt es noch mal 2 Spots. Profitiert davon. Ich will halt wirklich sehen, was sich in Splatoon 2 ändert. Denn die Engine bleibt ja die gleiche. Alle Waffen werden vermutlich umgebaut, umstrukturiert. Es gibt vollkommen neue Fähigkeiten und Bomben, also Spezialwaffen und wie hießen die anderen? Keine Ahnung, wie sie heißen. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Und wisst ihr was? Wir haben 2 Minuten vor. Ich drück einfach mal die beiden Tasten. Bin zum Internet wird hergestellt. Ja, die Switch hatte ja ein paar Probleme, aber es klappt. Okay, wunderbar. Ja, natürlich werden wir in jedem Part eine Waffe testen. Na, denkst du? Okay, ich kann das nicht so schnell lesen. Oh, und steuert sich ganz gut. Wieder mit Bewegungssteuerung. Ja. Und das Tutorial ist ein bisschen ausgefallener diesmal. Jederzeit die Ansicht wechseln. Ach ja, das ist diese Zurücksetzanzeige. Dann schießen kann man mit der gewohnten ZR. Und mit diesem kompakten Controller, muss ich sagen, fühlt sich alles besser an. Springen kann man ja jetzt nicht mehr auf X, sondern auf... Nee, auf was springt man? Mit B. Ah ja, das ist ein bisschen ungewohnt, weil auf X ist jetzt die Karte. Aber ich bin mir sicher, das wird schon klappen. Ja, wenn es zu unbequem ist, einfach nochmal Y drücken. ZL kommt man in die Tintenfischform. Ja, läuft doch. Sehr schön. Die Musik hat den gleichen Charme wie damals. Und was ist das Springen mit Hilfe von... Ja, B. Ja, die Steuerung hat sich nicht viel verändert. Wie gesagt, die Engine ist ja auch die gleiche. Nur hat man ein paar Tasten halt umstrukturiert. So. Da ist diese Spezial... Oh, was? Die gibt's noch? Die Tintenwerfer? Okay. So, genug aufgewärmt. Ja, das Tutorial ist kürzer diesmal. Was okay ist. Habe ich etwas verpasst? Nö. Gut, heute spielen wir dann... Was wollt ihr sehen? Optionen? Warte, ich schaue nur kurz in die Optionen. Die Empfindlichkeit. Wir kennen ja Splatoon jetzt. Da will ich ein bisschen mehr Power dahinter sehen. Die 3 ist ganz gut. Empfindlichkeit vom rechten Kontrollstrick könnte auch ein bisschen schneller sein. Das ist alles so ein bisschen happig. Das alles andere ist okay. Vermutlich werden einige da halt den Gyrosensor ausschalten. So, Freunde, ich würde sagen, da wir diese Waffen so halb kennen, will ich heute die Klecksdoppler spielen. Weil die sagen mir zu. Mit dieser neuen Waffenart kannst du mit Waffen in beiden Händen gleichzeitig Tinte versprühen. Drücke B während des Feuerns mit ZR, um in die momentane Blickrichtung zu rollen. Aha, okay. Du kannst bis zu 2-mal hintereinander rollen. Ja, das ist so eine Art Tracer, wer Overwatch kennt. Und ich bin gespannt, wie sich das spielt. Kämpfe werden gesucht. Ich hoffe, dass die Server natürlich stabil sind, denn das ist Splatoon. Die Fanbase wird vermutlich noch größer sein, als das im Vorgänger war. Auf die genauen Fakten gehen wir erst im Sommer ein, wenn das Spiel dann rauskommt. Also heute dreht sich alles nur um den Standardkampf. Wir spielen den Revierkampf, auch da haben die Rätsel, die Kampfarten sich nicht verändert, aber die Arenen sind neu. Und man spielt irgendwie einen zufälligen Inkling, wie es aussieht. Ich wollte nämlich dieses rosane Mädchen mit den kurzen Haaren. Aber okay, dann halt nicht. So, und jetzt feuern wir mal. Und mir fällt gerade auf, ich glaube, die Waffe spielt man besser. Indem ich die Halterung ablege, oder? Tut das was? War doch sowas, oder nicht? Nee? Okay. Ja, wir spielen natürlich pro Part immer drei Matches.
Und ich bin ein Volltrottel. Okay, ich packe das wieder zurück, weil ich glaube, das ist eine automatische Suchfunktion, weil, keine Ahnung, irgendwie funktioniert die Waffe nicht so. Rufe die Karte mit X auf. Ja, da sieht man, kann man zum Startpunkt zurückspringen oder zu einem Mitspieler. Alles klar. Werden natürlich schon einige Pros hier sein. Und da ist dieser Curly-Stein. Der gefällt mir ganz gut. So, ich finde aber auch keinen Gegner. Ich möchte jemanden killen. Wo haben wir denn jemanden? Den kann man ganz aufladen und dann... Ach so, wenn man ihn ganz auflädt, dann bringt das nicht wirklich viel. Man muss da ein bisschen getimed agieren und dann kann der halt hat der eine kurze Reichweite. So, hier ist diese Power-Attacke, diesen, ja, Jetpack. Raketenwerfer oder Raketenrucksack nennt man ihn. Und ich glaube, ich habe jemanden getötet, kann es sein? Sieht natürlich geil aus, dieses neue Splatoon. Und spielt sich eigentlich fast genau wie das andere. Ich dachte eigentlich, die B-Funktion wäre ein bisschen schwieriger zu steuern. Ach Gott. Ich muss aber sagen, es sind natürlich Japaner. Okay, es ist natürlich ein japanisches Spiel. Japanischer Sport. Da haben die Europäer nicht viel zu melden. Was ich aber sagen muss, ist, dass diese Umgewöhnung eigentlich ganz gut bei mir läuft, weil ich Splatoon seit dem Ende der ESL nicht mehr angefasst habe, weil das Spiel für mich abgeschlossen ist. Weil du spielst eh nur noch gegen Japaner. In Europa hat das Spiel leider nicht die Vorlieben wie das... Oder die Competitive Vorlieben wie das in Japan der Fall ist. Aber das liegt ganz einfach daran, dass Nintendo zu spät sich dafür entschieden hat, Competitive zu zocken. Und das ist unser erster Kill. So, mit dem Raketenrucksack haben wir natürlich eine geile Position. Man kann den Rucksack selbst nicht steuern. Sondern, ja, ich glaube, irgendwie die Gegner gehen mehr auf die Kills anstelle hier einzufärmen. Man kann den Raketenrucksack nicht steuern, man ist halt immer so eine festgelegte Höhe von, ja, vom Boden halt ab. Wenn man auf Brücken steht, ist man natürlich noch höher als wenn man unter der Brücke steht und bla bla. Ich glaube, das brauche ich euch nicht zu erzählen. Ich werde von irgendwo angeschossen. Das sind diese Jumps, die sind doch recht kurz, also... Ja, irgendwie sind sie nicht so OP, wie das bei Overwatch der Fall ist. Aber es sieht cool aus. Und hier kann man die Map einblenden. Ah, das ist neu. Aber wie gesagt, auf die Details gehen wir heute nicht ein. Das erst, wenn das Projekt wirklich startet. Das ist ja wirklich nur so eine Aufwärmphase, um das Spiel mal kennenzulernen. Und unsere erste Partie hat doch souverän geklappt. Auch wenn wir jemanden im Team hatten, der 11 Kills hat. Ich muss sagen... Ein Problem sehe ich jetzt schon. Und zwar, die großen Competitive-Gruppen müssen sich nicht umgewöhnen. Es ist nämlich genau das Gleiche. Nur halt mit... Es ist wie ein riesiges Update, ne? Ich glaube, da werden sich vermutlich keine neuen Clane festsetzen können. Die Top 8 bleibt die Top 8. Und das finde ich halt ein bisschen schade, dass man Splatoon nicht komplett neu gebaut hat. Aber... Ja... Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und je weniger man sich verändern muss, desto besser. So, gibt's nur eine Map oder spielen wir hier ständig nur eine Map? Jetzt haben wir eine Gasmaske an, okay, auch gut. Ja, und los. Ja, Server funktionieren natürlich top. Also, ja, sind ja hoffentlich jetzt Server. Ich muss auch sagen, wenig Lag. Also, ich dachte eigentlich, das wird problematischer. Boah, jetzt kann man während dem Feuer nicht mehr springen mit dieser Dual-Waffe. Aber wie kann ich die denn trennen? Das verstehe ich nicht. Ich dachte eigentlich, die könnte man in verschiedene Richtungen schießen, wenn man die Joy-Cons abnimmt. Aber irgendwie ist das nicht der Fall. Und das ist auch ein bisschen verwirrend mit der Waffe. Man ist gewohnt, während dem Feuern zu springen. Ne? Aber es geht halt mit der Waffe nicht mehr. So, jetzt überraschen wir den mal. So eine Art erweiterte Tenzuka. Wie weit schießt man denn? Oh, what? What? Ich versuche auch mal den Zurücksprung und springen zum Gegner. Zum Mitspieler. Der wird dann keine Probleme. Der da vorne. Zu dem können wir springen. Warte mal. Wie springe ich denn zu dem? Ich will ihn aus. Hä? Ja, und dann? Springen. Oder nicht? Ach, mit A, okay. Ja, was ich noch sagen muss, ist, dass man wieder
nur cool und zu mir spammen kann. Das finde ich ein bisschen schade. Weil, ja, man hat ja zwei leere Tasten. Warum kann man denn keine Sprachbefehle da beliebig einfügen, wie das jeder Competitive Shooter hat? Das ist sowas, da verstehe ich Nintendo nicht. Sie wollen auf die Competitive-Schiene, können dann aber kein anständiges Competitive-Spiel bauen. Ne? Also es ist jetzt kein Diss an Splatoon. Splatoon ist ein geiles Spiel, aber für den Competitive-Gebrauch ist es halt wirklich noch in den Kinderschuhen. Also da gibt es x-tausend Games, die da viel mehr Erfahrung haben und die auch viel mehr fürs Competitive geeignet sind. Und die Dreier-Einstellung bei der Bewegungssteuerung, muss ich sagen, ist ganz okay. So, ich habe zwei gekillt, glaube ich. Es waren zwei. Und wir können das Blatt wenden. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ich bin fit, Leute, ich bin fit. So, an den Wänden kann man in diesem Teil irgendwie viel weniger einfärben. Ups. Thomas Misch hier lächerlich platt gewalzt. Kurz zum Spiel. Die Inklinge sehen ein bisschen anders aus. Das liegt daran, dass wir 2 Jahre später sind. Und die Inklinge halt auch irgendwie älter geworden sind. Ja. So, ist ja auch mit den Fähigkeiten. Da ist auch alles beim Alten. Sind vielleicht ein paar neue Felder dabei, aber das meiste ist geblieben, was ein bisschen schade ist. So, schnell noch einen Curlingstein irgendwo hinschmeißen und er hat mich noch gekriegt. Ich glaube, diesmal haben wir verloren. Aber mal schauen. Schau mal die Map. Ja, sieht danach aus. Was ich davon halten soll, dass wir jetzt 2 Kater durchstehen haben, ja, bin ich nicht so ein Fan von. Muss ich mich dran gewöhnen. So, Freunde. Nächste Runde, letzte Runde. Jetzt haben wir einen Lose and Win wie damals. Jetzt entscheidet die letzte Runde. Bis gleich. Oh ja, da kommen so viele Erinnerungen auf. Das ist zu geil. Schade, dass ich bisher keinen Kollege gefunden habe. Der Hunter spielt ja auch gerade und alle Clan-Mitglieder sind vermutlich auch schon am Testen. Naja, dann halt nicht, ne? Aber jede Menge Japaner finden wir schon. Sehr schön. Ja. Ja, ist doch cool, dass wir endlich wieder zurück back to the roots sind. Splatoon. Oh mein Gott, wenn der Tag kommt, wenn Splatoon wieder erscheint. Leute, ihr wisst, Splatoon hat bei mir auf dem Kanal so einen Erfolg gefeiert, dass es gleich mal 4 Formate abgeräumt hat. Und dieses Format ist, also ihr habt es ja auf dem Thumbnail gesehen, es ist Splatoon Online das hier, ne? Es gibt neuen Splatoon 2 Story-Modus, ne? Das ist dann das normale Splatoon 2. Und Splatoon Online ist halt das, was ihr vermutlich am meisten in Erinnerung behalten habt. Ich zock mit euch diverse Sachen, Teamkampf, Rangkampf. Ne, Road to S wird es dieses Jahr nicht geben. Und zum einen vom Grund, weil Road to S total unnötig ist, wie gesagt, weil das Spiel halt genau das gleiche geworden ist. Außer ich merke, irgendwie liegt mir Splatoon 2, dann werde ich natürlich ja, keine Ahnung, etwas versuchen. Wir kennen ja auch noch nicht alle Waffen, ne? Wir können hier gerade mal 4 Waffen testen und da gibt es halt noch x andere. So, wie Fähigkeiten weiß ich jetzt nicht, ob es da auch noch sehr viele andere gibt, aber es gibt auch einige gleiche. So, der hat nicht bemerkt, dass ich da bin. Kann ich denn rüberspringen? Genau. Und töte ihn. Ja, nice. So, ein bisschen stealth-artig rangehen. Ja, das ist ein gutes Ausweichmanöver während dem Schießen. Okay, der aufgepasst, der hat irgendwas. Okay, der hat so einen Raketenrucksack. Ich weiß nicht, ob man dann unbesiegbar ist. Letztens hat mich jemand gekillt. Und so scheint es auch diesmal zu sein. Habt ihr das gesehen? Der Grüne ist nämlich gestorben, weil unter ihm wer stand. So, ansonsten hat sich halt bei der Schrift und dem Design nicht viel geändert. Man sieht jetzt, was für Waffen die Gegner und das Team benutzt. Etwas, was es früher nicht gab. Und was ich eigentlich okay finde. Es baut halt deine strategische Verteidigung besser auf. Ja, und ansonsten, ja, es ist halt das Splatoon, was man kennt.
Alter. Aber ich krieg die nicht down. Aber ich merke auch gerade, jeder hat ein bisschen so eine andere Fähigkeit, ne? So, nochmal die Karte. Sollen wir noch zu einem springen? Komm, machen wir. Ich brauche vielleicht ein bisschen Hilfe hier. Oh Gott, der Raketenrohr gesagt. Und der hat die Faust da benutzt. Die Faust der Tinte. Tintenfaust, keine Ahnung. Kann sein, dass die so heißt. Aber ich bin ein bisschen überrascht, dass diese Doppelkleckser... irgendwie gefallen mir die jetzt schlussendlich doch nicht so gut. Ich dachte eigentlich, es wäre geil, wenn man die Joy-Cons so auseinander nimmt, aber irgendwie bringt das nichts. Also, keine Ahnung, er zielt immer auf die gleiche Stelle. Naja, kann man nichts machen. Wir werden das Spiel ja noch kennenlernen, das ist gerade mal die erste Folge. Insgesamt werden es 4 Parts vor Release geben. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und schreibt mir mal eure Erfahrungen mit Splatoon Global Test Fire. Ich bin raus, bis demnächst. Ciao.